Nach einer Projekt- und Bauzeit von insgesamt über 5 Jahren ist das Umbauten und Erweitern der WBZ feierlich eröffnet worden. Musikalisch begleitet von der Nubia. Das WBZ, also das Wohn- und Bürozentrum für körperbehinderte Menschen, befindet sich gerade oben am Schwimmbad und kommt jetzt sehr frisch daher. Wir haben heute einen tollen Tag, wir haben das WBZ eröffnet. Ein Projekt, das aus einem Wettbewerb herausgegangen ist. Ein tolles Projekt ist. Ich denke, ihr zeigt das nachher auch. Und wir haben jetzt mehr als 5 Jahre daran geschafft, an diesem Projekt. Und das tolle Bauprojekt ist, dass man am Schluss ein sichtbares Resultat hat, wo man durchlaufen kann, wo man anschauen kann und sagen, ja, es ist gut rausgekommen. Dem strahlenden WBZ-Direktor ist an dem oben ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Ich bin recht nervös heute, obwohl eigentlich kein wirklicher Anlass da ist, um nervös zu sein, weil alles gut organisiert ist für das Fest heute Abend. Und trotzdem irgendwie, es ist so ein Moment, so ein emotionaler Moment, der uns jetzt hier bevorsteht. Das ist wirklich schön. Was kommt dem Stefan Zahn rückblickend auf die Bauzeit in Sinn? Ein Haufen Arbeit, ein Haufen Koordination, aber auch ganz, ganz viele tolle Leute können kennenlernen in den letzten Jahren und ganz viel Unterstützung spüren von außen, die gekommen ist. Allein die Spender, die uns alle unterstützt haben, aber auch innen im Haus, ganz hohe Ansprüche an alle Bewohner, an alle Mitarbeitenden, die nicht nur den Neubau, sondern auch den Umbau mitgetragen haben. Das war ganz toll gewesen. Unter den Gästen am Eröffnungsanlass war auch die Baselbieter Regierungsrätin Monika Gschwind als Vertreterin der Regierung. Das WBZ ist eine Trägerschaft einer Institution, die für uns die Aufgaben erfüllt, dass sie eben für behinderte Menschen ein Angebot macht, dass sie hier leben, wohnen, dass sie arbeiten können. Und ist sehr wichtig für uns. Es war mir ganz wichtig, dass ich auch hier dabei bin und das auch würdigen kann, weil da hat die Stiftung sehr viel Geld auch in die Hand genommen. Man hat sehr viele Spenden gesammelt, um diesen tollen Neubau hier realisieren zugunsten eben von den behinderten Menschen. Und das ist grossartig. Und darum habe ich mich sehr gefreut. Es ist mir sehr wichtig, heute auch hier zu sein. Die Belegung der neuen Räume ist sehr gut. Wir sind praktisch ausgelastet, was das Wohnen betrifft. Arbeitsplätze könnten wir noch ein paar besetzen, also Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Pflegepersonal suchen wir natürlich auch immer. Und von den Servicewohnungen, von 12 sind dort 8 belegt. Jetzt haben wir also noch 4 Servicewohnungen zum Vergeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner des WBZ reagieren sehr positiv auf den Neubau. Das ist relativ schnell gegangen. Am Anfang war ich skeptisch, ja, gewöhnen sich die dran und so, aber das ist enorm schnell gegangen. Und vor allem natürlich wirklich eine deutliche Verbesserung von der Wohnsituation. Also mit viel, viel grösseren Zimmern, mit einem ganzen Badezimmer, in den Zimmern innen alles. Auch die Räume rundherum, das ist wirklich viel, viel besser. Und die haben sich da so ganz, ganz schnell dran gewöhnt. Und ja, das ist gut gekommen. Das WBZ ist auch weiterhin auf Spenderinnen und Spender angewiesen. Der grosse Tag der offenen Tür, wo das neue Gebäude gezeigt wird, hat aus den bekannten Gründen müssen verschoben werden und soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. Auf der Webseite sackgeldjobs.ch finden Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren kleinere Arbeiten, mit denen sie ihr Sackgeld ein bisschen aufbessern können. Zum Beispiel mit Gartenarbeit, Autowaschen, zu Haustieren schauen, Flyer verteilen, einkaufen, Keller entrümpeln, Kuvert einpacken oder Abfall entsorgen. Rheinacher Privatpersonen und Firmen haben auf dieser Webseite die Möglichkeit, ihre Angebote zu platzieren und so jemanden zu finden. Aktuell fehlt es ein bisschen an Jobanbietern, weil viele nach guten Erfahrungen direkt auf die Jugendlichen zugehen. Das ist zwar einerseits erfreulich, aber andererseits fehlen so die Jobs natürlich für Jugendliche, die neu etwas suchen. Bevor ein Angebot freigeschaltet wird, überprüft die Jugendbeauftragte der Gemeinde so ein Angebot bezüglich Seriosität und der gesetzlichen Vorgaben.